Hallo Leute, der Herbst ist da und der Winter naht und damit eine große Gefahr für die Wildtiere, besonders für Gartentiere, die keinen richtigen Schutz mehr finden, weil wir unsere Garten aufräumen. Und unsere Gartenfreunde, wie zum Beispiel der Igel, braucht unbedingt unsere Hilfe. Mit einer halben Stunde Bastelei können wir ein schönes Winterquartier für den Igel fertig machen. Wir benötigen tatsächlich nur ganz wenige Werkzeuge dazu, etwas zum Messen und Anzeichnen, etwas zum Sägen und ein paar Schrauben und eine Akkuschrauber, womit wir die Schrauben verschrauben, aber kann man natürlich mit Nägel und Hammer arbeiten. Und natürlich Holz für das Igelhaus, 2x30x30 für die Seiten, vorne brauchen wir 40x30, hinten ebenfalls 40x30, kommt noch ein Dach und natürlich eine Trennwand. Wir machen in der Igelhaus eine Vorkammer und eine Schlafkammer. Der Igel braucht ein nicht allzu großes Eingang, so etwa 10x10 cm. Das ist dann unser Eingang. Unsere stacheligen Freunde brauchen tatsächlich nur ein kleines Eingang. In diesem Fall habe ich 10x10 cm Tür ausgeschnitten, weil sie brauchen diesen Schutz, dieses Gefühl. Wenn sie sich da durchquetschen, dann kann keine Gegner hinter sich hineinkommen. So sieht dann halt das fertige Igelhaus aus. Wir haben einen Eingang 10x10 cm, was in eine Vorkammer führt und durch die Vorkammer kann der Igel in den Schlafkammer gelangen. Wir können diese Kammer schon mit ein wenig Blätter oder Stroh befüllen, damit das einladend ist. Aber wenn du das nicht machst, keine Sorge, der Igel findet schon Blätter und sammelt das auch und trägt das in den Haus hinein. Diese Trennwand habe ich mit Absicht etwas niedriger gemacht, damit ich das Dach hier mit dieser Zweilatte gut drauf kann. Das Dach, wie ihr sehen könnt, ist nicht mal aus einem Stück ausgeschnitten, sondern aus zwei Stück, weil das gesamte Holz, was ich verwendet habe, war schon einmal verwendet und ich mag Sachen wiederverwenden und wiederverwerten. So hat mir tatsächlich diese ganze Igelhaus kaum was gekostet. Diese paar Schrauben, was ich hier verwendet habe, das ist vergleichsweise dazu, was wir für den Igel tun können, welche Erleichterung wir für seine Überwinterung machen, das ist wirklich nichts. Ein wenig Folie und ein Messer findet wahrscheinlich jeder zu Hause. Und wenn du noch so eine Tacke zu Hause hast, dann kannst du das Dach gegen Nässe isolieren, damit der Igel schön trocken und warm überwintern kann. Nicht nach unten falten und da unten vertacken, obwohl es ästhetisch schöner aussieht. Aber so kann das Wasser gerade nach unten tropfen und läuft nicht ins Haus, in den Igelhaus hinein. Damit wäre unser Igelhaus auch schon fertig. Nur eine halbe Stunde lang hat es gedauert. Ein paar Blätter, ein paar Nägel oder Schrauben und könnte viel Freude für die Igel bereiten, wenn ihr ein trockenes und sicheres Überwinterung für ihn ermöglicht.
Ich habe das Igelhaus in eine abgelegene Ecke unseres Gartens gestellt, weil hier habe ich dieses Jahr sowieso nichts mehr vor und es könnte sehr gut als Winterquartier für den Igel eignen. Da ist ein leichter Hang, also überschüssiges Wasser kann auch gut abfließen. Ich habe schon ein paar Blätter in den Schlafkammer hineingetan. Und ich muss noch hier den Eingangbereich ein bisschen frei machen, damit der Igel das gut und leicht finden kann. Ich achte darauf, dass diese Folie, diese überhängende Folie, nicht zufällig hineingezwickt wird und damit das Wasser ins Innere des Hauses geleitet wird, sondern tatsächlich nach unten hängt. Ich kann das Haus noch, dieses Dach, hier noch mit einem größeren Stein sichern, obwohl wir haben keinen Hund. Trotzdem, es ist nicht schlecht, wenn du einfach mit einem Stein oder mit ein paar Ziegelsteinen absicherst, damit dein Hund oder von Nachbarn oder von irgendwelchen anderen Tieren das Dach einfach mit ihrer Nase, nicht weil sie das Tier, der Igel, unbedingt töten wollen, aber einfach aus Neugier machen sie das auf und dann bleibt es offen und der Igel erfriert. Es ist hier zwar ein relativ sicheres und windgeschütztes Lager, trotzdem werde ich noch ein bisschen gegen Wind, Kälte und Nässe dieses Haus schützen und ein bisschen auspolstern. Ich habe noch hier vorne bei der Eingang einen Stein hingelegt, weil das Häuschen hat gekippelt und ich wollte auch nicht, wenn der Boden nass wird, dann sinkt es vorne rein und dann kippt es um und der Igel bleibt ungeschützt. So sieht es jetzt aus und ich hoffe tatsächlich, dass ein Igel hier eine Überwinterung findet und damit kann ich ein Igel helfen. Und das kannst du natürlich du auch selber machen mit wenigen handwerklichen Griffen, Sägen und Schrauben. Du kannst ein Winterquartier für ein Tier erschaffen und das macht auch Freude. Ciao, bis nächstes Mal.